Hey, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Ich bin's, André. Und ja, willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ja, wir sind schon mittlerweile, bin ich schon etwas weiter. Vom letzten Let's Play liegen, glaube ich, ein bisschen Welten dazwischen. Ich konnte es mir einfach nicht nehmen, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Lust auf Final Fantasy habe wieder. Musste ich einfach weiterspielen und da ich keinen neuen Charakter anfangen wollte, habe ich einfach mal ja, ein bisschen privat weitergespielt. Also mittlerweile haben wir Gridania schon verlassen und sind jetzt in Luminsa in der Stadt hier angekommen, sind mit dem Flugzeug oder dem Flugschiff geflogen und ja, machen jetzt hier ein paar Aufgaben. Wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Lehn dich zurück, entspann dich bei diesem wunderschönen Let's Play Final Fantasy 14. Ja. Unsere Aufgabe, die wir jetzt haben, nämlich die Stimme des Waldes mit El Noflo am Luftschiff Landeplatz reden. Hab ich irgendwie vergessen. So eilig aus dem Aufzug gestürmt oder aus dem Schiff gestürmt. I don't know. So, dann gehen wir nochmal nach oben. In das dritte OG. Schauen mal, was wir da zu bereden haben. So, wo ist er denn? Ah ja, hier ist er. Herzlich willkommen am Luftschiff Landeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe nach Ulda. Ihr wollt nach Ulda? Ist das richtig? Dann könnt ihr euch schon zum Einsteigen bereit machen. Okay, dann war das ja wirklich ein kurzer Besuch in Limsa Lominsa. Dann geht's jetzt nach Ulda. Ulda ist die. Ist auch ein Startgebiet, eine sehr, sehr große Stadt. Für meines Erachtens zu groß. Weil da verlaufe ich mich immer. Jedes Mal verlaufe ich mich da. So. Ja, dann lasst uns mal losfliegen. Muss aber trotzdem noch mal zurück nach Gridania, weil ich diese Klassenquest noch nicht fertig habe. Und da bin ich. Willkommen in Ulda. So, lass mich mal kurz gucken hier bei meinem Quest. Damit ich hier auch nichts falsch mache. Genau, der scharfe Blick, das ist nämlich Dingsbums. Nämlich klassenspezifisch, ne? So war das ja. Okay. Das ist ja kein Problem. Guten Tag. Ich brauche Hilfe. Du musst die Gesandte aus Gridania sein. Willkommen in der Perle der Wüste. Ich hoffe, der Flug war angenehm. General Rauban erwartet dich bereits. Aha. Hallo? Du musst die Botin aus Gridania sein. Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. General Rauban erwartet dich, wenn du dich bitte mit dem Lift zur Ebene der Redner begeben würdest. Dort ist Bartholomew vor dem Eingang zum Palast postiert. Sprich ihn an und er wird dich zu General vorlassen. Okay. Wo ist denn der Lift. Aber muss ich doch die Treppe nehmen? Er hat doch gerade gesagt, ich soll den Lift nehmen, oder? Ach doch, hier. Nana Homi, ich grüße dich. Ich muss mit dir reden. Wo soll ich hin? Nach unten, oder? EG? Nee, die Ebene der Redner hat er, glaube ich, gesagt.
So, jetzt fängt das Ganze nämlich wieder an. Es wird schwierig. Okay. Wie oft habe ich mich hier in dieser Stadt verlaufen? 100 Ebenen, sämtliche Gänge. Es ist schrecklich. Du bringst Botschaft aus Gredania. Darf ich bitte einen Beweis für diese Behauptung sehen? Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Das offizielle Siegel Gredanias. Dann geh bitte weiter zum General. Unser Gast aus Gredania. Sieht gar nicht so wildfremd aus für eine Waldbewohnerin. Du musst eine fähige Frau sein. Die Seherin Karni Senna vertraut niemandem leichtfertig. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Rauban Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Also sprich, was führt dich hierher? Gedenkfeier also? Du weißt, wie es zwischen Eorzea und dem Galliischen Reich steht? Merwyb hat dir gesagt, dass es schlimm aussieht, damit kann sie ja wohl noch nicht Uldar gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann, beste Grüße sollst du mir bestellen, wenn das Geheul von diesem struppigen Wolf mal nicht bedeutet. Uxi Monhi, es gibt ein paar Dinge, die du über die Gallier wissen solltest. Vor 50 Jahren waren die Bastarde noch völlig unbedeutend, ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besondere Errungenschaften dahin lebte. Dann sind sie durch irgendeine Verirrung des Schicksals auf die Magitech-Technologie gestoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt. Vor dem regierenden Kaiser war es eine Republik und momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolger. Er ist ein begnadeter Anführer seines Volkes und wenn der Falsche an die Macht kommt, ist der Zusammenhalt des Reichs in Gefahr. Uns wäre es natürlich recht, wenn sich die Gallier einfach selbst ausheben würden, dann könnten wir in Frieden die letzten Wiederaufbauarbeiten. Bla bla bla. Aber so einfach wird die Sache wohl nicht werden. Legatus Gaius van Balesar führt die Truppen. Wenn wir die Konfrontation nur noch etwas hinausschieben könnten. In dieser Hinsicht sind wir sogar in derselben Lage wie die Galeer. Denen sind die Primae genauso ein Dorn im Auge, nur haben die Galeer ein Auge mehr als wir. Beste Grüße, Sogar Melvib zögert, bestimmte Dinge beim Narren zu halten. Dann ist wohl die Zeit bald gekommen, dass wir uns den Galeern entgegenstellen müssen. Sobald Bewegung in der 14. Legion kommt, ist das Primärproblem erledigt. Kane hat vielleicht nicht Unrecht. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier könnte den Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist. Was soll ich der Sultana und dem Skorpion sagen? Nichts. Nana Mo müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl.
Khan Ezenna werde ich ebenfalls antworten und mir überlegen, was wir gegen Merwips struppigen Wolf unternehmen. Abenteurerin, vielen Dank, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Du kannst nun gehen. Okay, vielen Dank. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen, die zwischen den drei Stadtstaaten verkehren. Für eine bestimmte Gebühr kannst du von Luftschifflandeplatz der jeweiligen Stadt aus an Bord gehen. Begleiter. Du hast eine Pfeife erhalten, mit der du deinen eigenen Begleiter herbeirufen kannst. Um das Kommando Begleiter rufen zu erlernen, musst du zunächst die Pfeife benutzen. Wenn du den Gegenstand benutzt hast, erscheint ein neuer Eintrag im Begleiterverzeichnis unter Charakter am Hauptmenü. Okay, gehen wir davon aus, dass es das war. Begleiter. Hier, Begleiterverzeichnis. Ach so, jetzt hier das Schiff drauf. Rufen. Zack. So. Ich habe ein Schiff. Da könnte ich natürlich auch in meine Leiste ziehen. Genau. So, lass uns mal kurz gucken. Ich habe ja jetzt schlauerweise die Texte auf automatisch gestellt. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das wieder ausschalten? Uiuiuiui. Hier ist nur Anzeige, Maus, Controller. Also ich gehe davon aus, dass es hier nicht ist. Tutorial, Hilfetexte. Nee. Wie Anleitung, Charakterinformation, System, Layouts, Makros. Okay, achso, hier war ich gerade. Okay. Schade. Das ist wirklich schade. Ja, wenn du weißt, wie ich das wieder ausschalten kann, dann vielleicht schreibst du es mir mal unten in die Kommentare, das wäre auf jeden Fall sehr nett, weil ich gar keinen Plan habe. Wie ich das wieder ausschalte, muss ich mal so schnell lesen. Ah, die Gesandte. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt im Sultanat. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, hast du vor, in nächster Zeit nach Limsa Lominsa zu reisen? Wenn dem so sein sollte, hätte ich Informationen, die dich interessieren könnten. Ich habe den Phönix-General einmal auf einer offiziellen Visite nach Limsa Lominsa begleitet. Zu dieser Zeit habe ich Baderon, den Besitzer der Schenke zur ertränkten Sorge, kennengelernt. Nun, dieser Mann hat mir gerade die Nachricht zukommen lassen, dass er einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin hätte. Ich könnte mir kaum jemanden geeigneteren als dich vorstellen. Baderon wäre sicherlich hoch erfreut, wenn du ihm hilfst. Ah ja. Okay. Dann geht's wieder zurück. Ja. Dann geht's wieder zurück nach Limsa, wo wir ja gerade herkommen. Mal gucken, ob wir den Weg noch zurückfinden. Sieht gut aus. Hier, mit ihm spreche ich? Mit dir spreche ich? Ah ja. 120 Gil. Oh, ich habe ja 11.800. Das kann ich mir ja leisten.
gar nicht, in welcher Ebene es mehrere Ebenen gibt. Ah, okay, er zeigt mir das sogar schon. Sehr gut. Und das war jetzt Zufall, dass sich die Ebene so benennt nach der ertränkten Sorge. Da ist er. Hallo Baderon. Willkommen in der ertränkten Sorge. Lass dich nieder, wo immer du magst, Mädel. Ich bin sofort bei... Ja, ich bin Baderon. Wer möchte das wissen? Du hast gehört, ich hätte einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin wie... Und wie ich den habe. Aber sei gewarnt, der Job ist nichts für schwache Nerven. Es ist so gut wie sicher, dass die Sache haarig wird. Wenn du noch immer Interesse hast, sag mir einfach Bescheid und ich weihe dich in die Einzelheiten ein. Klamotten hübsch. Na dann, los. Danke, dass du mir helfen willst. Vielleicht hast du schon mal von Dastashas Höhle gehört, die nördlich vom Bierhafen liegt. Angeblich schleichen sich dort nachts zwielichtige Gestalten herum. Die Gelbjacken sind bereits alarmiert, aber ihr Befehlshaber, Kommandant Rayner, hat die Abenteuergilde um Unterstützung gebeten. Ich weiß, dass die Informationen sehr vage sind, aber kannst du trotzdem bei der Höhle nachsehen? Du musst wissen, vor kurzem haben Piraten die gemeinsame Sache mit den Sahagin-Machern in Limsa-Lobinsa eine ziemlich blutige Sauerei veranstaltet. Der Schreck sitzt bei den Leuten noch tief in den Knochen. Ich möchte noch ein paar Informationen ergänzen. Ah, welch seltener Gast, Kommandant Rayner. Womit haben wir die Ehre eures Besuches verdient? Ich bin hier, um die Abenteurerin persönlich auf ihren Einsatz vorzubereiten. Kürzlich wurde vor der Küste des Bierhafens in der Nähe der Phantominseln ein unbekanntes Schiff gesichtet. Mein Instinkt sagt mir, dass es etwas mit den nächsten Herumtreibenden in der Satasha-Hölle zu tun hat. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich eine Patrouille zur Hölle geschickt habe, um nach Versteckten der Sahagin zu suchen zu lassen. Doch meine Jungs waren sich sicher, dass es in den Höhlen noch einige scheue Kurds hausen und sonst nichts. Die Sichtung des Schiffs lässt mich daran zweifeln, weshalb ich eine erneute Erkundung der Höhle in Betracht ziehe. Nur leider kann ich zurzeit keine Einheit entbehren, nicht jetzt, da diese Hargen beinahe täglich unsere Wachsamkeit auf die Probe stellen. Deshalb habe ich die Abenteurergilde um Unterstützung gebeten. Bist du bereit, uns zu helfen? Abgemacht, vielen Dank. Die Satasha-Höhle liegt im westlichen Lax-Noskea. Will Melpa wird dir erklären, wie du am schnellsten dorthin kommst. Du findest sie am Farren-Lager auf den unteren Decks. Ach ja, und eins noch, diese Aufgabe ist sehr gefährlich. Du wirst daher die Unterstützung anderer Abenteuer benötigen in dieser Sache. Sprichst du am besten mit der Torwache vor der Höhle. Du hast Kommandant Rayner gehört. Vielen Dank, Fuchsi. Okay. Okay, haben wir gemacht. Ja, und da haben wir auch schon auf den ersten Auftrag hier in Limsa-Lominsa. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann lass doch mal ein freundliches Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein André und tschüss.